Video geht es um das Drama und das Theater und im Umgang beider im Deutschunterricht. Als erstes werden wir uns allerdings einmal das Drama genauer anschauen. Dramatische Texte gehören seit dem späten 19. Jahrhundert zum festen Bestandteil des Deutschunterrichts. Der Kernbestand dramatischer Texte hat kaum Veränderungen erfahren. Als Beispiel wichtiger Verfasser sind unter anderem zu nennen Goethe, Dürrenmatt und Schiller. Schiller verfasste unter anderem das Drama Kabale und Liebe. Dieses Drama wird in der EF am Gymnasium behandelt. Neue Dramen haben es allerdings etwas schwer, in den Kanon der dramatischen Texte hineinzugelangen. Dies lässt sich zurückführen auf die schwierige Publikationslage oder kurzfristige Bühnenpräsenz. Gefordert wurde eine angemessene Berücksichtigung des Prinzips der Theatralität, das heißt eine Verbindung von literarischem und medienästhetischem Lernen. Dabei geht es um die verschiedenen Ebenen theatraler Kommunikation. Da hätten wir einmal das Bühnenbild, die Beleuchtung, Körpersprache und Mimik. Als Beispiel dient ebenfalls wieder Kabale und Liebe, da es zu den bedeutendsten Theaterstücken geht und schon an vielen Orten aufgeführt wurde. Ebenfalls gibt es auch moderne Inszenierungen von Kabale und Liebe. Theater- und spielpädagogische Konzepte sollte man allerdings auch noch beachten. Dort steht die Ermittlung des Textes mittels szenischer Verfahren im Vordergrund. Zum Beispiel als ein Standbild oder die Erprobung von Gestik und von Mimik. Weiterhin gibt es produktionsorientierte Ansätze. Dort sollten Schreibaufgaben auf Grundlage des Dramas in den Unterricht integriert werden. Als Beispiel dient da natürlich auch der innere Monolog. Was denke ich und was fühle ich als Figur im Drama? Zum Beispiel Kabale und Liebe. Weiterhin gibt es aufführungsanalytische Konzepte. Dementsprechend soll man natürlich mit einer Lupe analytisch an einen Text herangehen. Zeitgemäßer Unterricht über Drama und Theater sollte dem Prinzip des medienintegrativen Lernens verpflichtet sein. Inszenierungs- und Aufführungsanalyse sind dem Bereich der Mediendidaktik zuzuordnen. Nachdem wir uns nun mit dem Drama beschäftigt haben, schauen wir uns das Theater genauer an. Die kulturelle Partizipation von Schülerinnen und Schülern ist ein wesentliches Ziel der schulischen Bildung. Kinder und Jugendliche sollen dazu befähigt werden, kompetent am kulturellen Leben teilzunehmen. Dazu gehört auch die Heranführung an das Theater. Hierbei sind drei Dimensionen ästhetischer Erfahrung von besonderer Bedeutung: die Rezeption, die Produktion und die Kommunikation. Die Rezeption und Kommunikation finden vorrangig im Unterricht statt. Bei diesen beiden Dimensionen kommt es vor allem auf genaues Wahrnehmen, Beschreiben, Analysieren, Interpretieren und Beurteilen von Theaterinszenierungen an. Die Produktion wiederum wird meist in AGs oder in einem eigenen Fach ausgelagert und befasst sich mit der Erarbeitung einer Theateraufführung. Allerdings stellt die Einbindung des Theaters und die Vielfalt theatraler Gattungen auch eine gewisse Herausforderung für die Lehrkräfte dar. Eine weitere Herausforderung ist es, den Schülerinnen und Schülern die theatrale Ästhetik näher zu bringen. Hier ist es wichtig zu vermitteln, dass das Theater durch seinen Aufführungscharakter bestimmt wird. Das bedeutet, dass eine Aufführung immer im gleichzeitigen Beisein von Akteuren und Zuschauern stattfindet, die immer wechselseitig aufeinander reagieren. Auch die Inszenierung spielt eine wichtige Rolle, denn es ist das Regiekonzept, nach dem die Aufführung auf die Bühne gebracht werden soll. Dazu zählt die Planung, Erprobung und die Festlegung der Verwendung theatraler Zeichensysteme. Für die Analyse dieser Aspekte einer Aufführung bietet es sich an, zwischen der semiotischen und der performativen Dimension zu unterscheiden. Während sich die semiotische Dimension auf das Zeichensystem bezieht, betrachtet die performative Dimension das Ereignis. Beide Dimensionen müssen bei der Analyse eng aufeinander bezogen werden. Wichtig hierbei ist der Hinweis auf das Verhältnis von Text und Aufführung. Denn eine Aufführung ist nicht die bloße Vermittlung eines Textes,
sondern durchläuft einen Transformationsprozess. Bezogen auf die Aufführungsanalyse im Unterricht bedeutet das, dass die Qualität des Zuschauens von der rezeptiven Kompetenz der Schülerinnen und Schüler abhängt. Deshalb sollte im Unterricht einmal der Inszenierungscharakter eines Theaterstücks bewusst gemacht werden. Außerdem sollten die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Zeichensysteme und ihre Anwendung kennenlernen und sich angemessenes Wissen über Theater aneignen. Denn eine Aufführung ist immer Ausdruck und Ergebnis eines Rezeptionsprozesses eines anderen. In aller Regel ist ein Drama in erster Linie dafür verfasst worden, dass es auf der Bühne erlebbar wird. Schiller geht so weit, dass er sagt, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Der Mensch hat von Grund auf eine Freude daran, in andere Rollen zu schlüpfen. Besonders am Theater, im Gegensatz zur reinen Textrezeption, ist die Wirkung aufgrund von Sprache und Körpersprache in der Performance. Angespielt ist damit bereits der bedeutende Aspekt der Kommunikation zwischen Darstellern und Zuschauern. Die Faszination am Theater, am Live-Erleben, führt dazu, dass mittlerweile auch epische Texte vermehrt auf Bühnen gezeigt werden. Als Deutschlehrer sollte man nie vergessen, dass die innere Imagination bestimmter Situationen und die Identifikation mit einer Rolle wichtige Bereiche des literarischen Lernens sind. Sie sensibilisieren und fördern Fähigkeiten der Problembewältigung. Das Theater ist letztlich Bildung auf allen Ebenen. Lernen fürs Leben. In der Schule ermöglichen handlungs- und produktionsorientierte Methoden über unterschiedliche Interpretationszugänge ein tieferes Verständnis eines Dramentextes. Etwa Standbilder, Tagebucheinträge, innere Monologe oder fiktive Gespräche können dies leisten. Zusammenfassend sind also drei Schritte zu vollziehen. Erstens, den Text in all seinen Facetten erfassen. Zweitens, den Text auf produktive Weise interpretieren. Und drittens sollte man versuchen, einen Abschluss mittels eines Theaterbesuchs zu finden.